Sabrina Wittstein, Verkaufsleiterin im Post-Advertising. Du bist jetzt gerade auf der Bühne gewesen, am Direct. Quintessenz von deinem Vortrag? Quintessenz, also abgesehen davon, dass es super Spass gemacht hat, vor einem Publikum zu stehen und zusammen mit dem CEO von LiveSystems zu schwätzen. Quintessenz war, dass der Cross-Media-Mix am Schluss ausmacht, wie wirksam eine Kampagne ist und dass es sich auf jeden Fall lohnt, mehrere Kanäle zusammenspielen zu lassen und dort die Botschaft auch richtig zu verankern bei der Zielgruppe. Jetzt für ein Beispiel. Wir haben von Uber Eats einen Case gezeigt, wie so die Wechselwirkung zwischen digitales Out of Home und Laschenmailing, also einem ganz physischen Kanal, eine Conversion Rate von 3% und das ist ein Mehrfaches von einer Kampagne ohne diese Kombination können generieren. Jetzt eine Innovation, die in der Pipeline haben, oder die schon ausgerollt ist und besonders gut funktioniert? Da haben wir sicher einiges im Köcher, das noch kommt. Wir setzen effektiv auf sehr viele bewährte Kombinationen, eben die jetzt gerade genannte, haben aber im Bereich Storytelling noch einiges vor und da wird man sehr viel noch von uns lesen. Cornelia Krebs von September, Strategie und Forschung. Der Titel war vom Love Brand zum Soul Brand, die nächste Stufe der Markenbindung. Jetzt, was ist deine Quintessenz daraus, die du heute vertreten hast? Werbung muss immer emotional abholen, emotional relevant sein. Und Marken müssen zur Soul Brand werden. Das heißt, sie müssen sich selber wirklich verstehen, authentisch sein und ihre Kernbotschaft kommunizieren. Wir dürfen nicht nur als Love Brand allen gefallen wollen, sondern müssen Ecken und Kanten zeigen und ganz klar sagen, wofür sie stehen. Und was ist so eine Botschaft, die du jetzt mitgibst, jetzt vielleicht in Bezug auch auf Direct? Sei echt, sei authentisch, versteh deinen Konsumenten. Arbeite nicht mit Klischees, sondern geh wirklich an deinen Konsumenten ran. Verstehe, wann und wo du ihn erreichst und mit welcher Botschaft du ihn emotional abholen kannst. Raphael Bracci, Leiter Produktmanagement Post-Advertising. Wie berücksichtigt ihr das, eben, dass Technologie euer Produkt harmoniert mit der Kreativität? Ja, wir sehen eine starke Verbindung zwischen Kreativität und Technologie, natürlich, indem wir mit Daten sehr viel Analyse betreiben und das viel besser Zielgruppen kennenlernen und dort dann eben mittels diesen Daten viel genauere Botschaften können aussenden, Relevanz können generieren. Und wenn man Relevanz generiert, das authentisch überbringt, dann kommt man dem Thema Soul Brand einiges näher. Jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel, vielleicht von einem Produkt erholen. Ja, was wir zum Beispiel machen, ist, dass man schaut, in gewissen Phasen verschickt man E-Mails, findet dort entsprechend auch heraus, welche Leute überhaupt reagieren auf die E-Mails und die, was dann interessiert, dann schickt man entsprechend ein haptisches Mailing nach. Das haptische Mailing ist erlebbar, bleibt vielleicht auf dem Küchentisch liegen und wirkt dann so entsprechend nachhaltig für den Werbetreibenden und den Empfänger. Also die Quintessenz meines Talks oder meiner Botschaft ist, dass es um emotionale Kommunikation geht. Wenn wir die Menschen erreichen wollen, müssen wir umso mehr sie bei den Emotionen erreichen. Das gibt Orientierung und das connectet mit den Menschen. Und dafür kann es der Weg einer Love Brand oder einer Soul Brand sein. Aber jedenfalls müssen wir emotional kommunizieren. Langweilige Werbung funktioniert nicht und braucht viel mehr Geld, um zu funktionieren. Und deswegen ist mein Plädoyer für Kommunikation mit klarer Botschaft und die Emotionen auslöst. Gal im Doppelpack. Post ist klar, Direct Gal. Was ist bei euch Gal? Ja, das neue Villa Gal. Das Vegane. Jetzt Crossmedialer Lounge. Was ist da? Was hat da Post als Direct jetzt für eine Rolle gespielt? Ja, sie haben eine grosse Rolle gespielt im Thema Sampling. Bei der Lasierung von Getränken ist es ultra wichtig, dass die Leute das probieren können. Das auf die Zunge der Konsumenten bringen. Und da hat das Post mit dem Bierkasten-Sampling extrem gut unterstützt. Und was haben Sie da für Feedbacks gehabt? Ja, durchaus gut. Weil es ist wirklich spannend, wie es halt zuhause hast, das Produkt. Es ist nicht so, dass es irgendwo auf der Straße verteilt wird. Und darum ist es sicher ein bisschen emotional, ein bisschen näher. Und darum ist das Feedback sehr, sehr gut bei dieser Aktion. Was haben Sie sonst noch für Medien eingesetzt? Ja, eigentlich 360 Grad, mehr oder weniger alles, von klassischen Medien wie TV, Autofoam,
über auch schlussendlich Medienkooperationen, wo wir verschiedene Sachen gemacht haben, am POS selber, wie gesagt Samplings, aber auch spannende Geschichten wie zum Beispiel das Drum-Branding, das sicherlich auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Hand aufs Herz, was ist dein Lieblings-Rivella, welche Farbe? Einfach ganz menschlich das neue Rivella Gelb. Der Mediamix ist sehr entscheidend für den Erfolg einer Kampagne. Der Mediamix und der Werbedruck. Und es ist nicht der einzelne Kanal, der eine Kampagne erfolgreich macht oder nicht. Jetzt hast du das Marketing-Mix-Modeling vorgestellt. Was ist das? Marketing-Mix-Modeling ist eine Methode zur Messung von der Kampagnen-Performance, neben der Attribution und Incrementality-Test, die man noch machen kann. Das ist eine von den Methoden, die man anbietet, wo man auf einer Zeitreihenanalyse schaut, welcher Kanal hat welchen Impact gehabt, also wie hängt der Werbedruck in den einzelnen Kanälen zusammen mit den Abverkäufen. Du hattest das Beispiel von Caritas. Genau. Das haben wir analysiert und da hat es einen klaren Gewinner gegeben. Ja, es hat einen klaren Gewinner gegeben. Also die Gewinner, aber das wissen die NGOs eigentlich, dass am Schluss das, was im Briefkasten landet, der Streuwurf, in welcher Form auch immer, dass der sehr erfolgreich ist. Das hat sich gezeigt. Spannend sind die Kanäle, die dann dahinter gekommen sind, wo wir dort eben gesehen haben, dass Digital Out of Home sehr gut funktioniert hat, jetzt in diesem Fall. Weil wir dort durch die Verstärkung der Region Bern einen optimalen Werbedruck hergebracht haben. Und das hat entsprechend Früchte getragen. Ingo Balowitsch, Kinder- und Jugendforscher, ICON Kids and Youth International Research. Super Vortrag, hat Ihnen jemand gesagt. Was war super an deinem Vortrag? Naja, es geht ja um Kinder, wie die Kinder so drauf sind und die Generation Alpha. Und da kann man natürlich ganz viele schöne Sachen zeigen, die man eigentlich nicht nur so gerne sagt. Dass es zum Beispiel Geschlechterstereotypen sind, dass Kinder sich total unterscheiden in vielen Bereichen und wie sie halt an Sachen rangehen, nämlich anders als Erwachsene. Und das ist etwas, was den Leuten wirklich ganz gut gefällt. Und was sollten die Werberinnen und Werber, Marketeers mitnehmen aus deinen Erkenntnissen? Zum einen natürlich, dass die Kinder total unterschiedlich sind. Also wir haben eine Zielgruppe von 2 bis 14. Das macht mindestens 5, 6 verschiedene Zielgruppen allein. Das ist das eine, man muss Zielgruppen genau sein. Und das zweite, dass bei den Kindern im Moment ein Kampf ist, quasi zwischen der digitalen Welt und der Offline-Welt. Und das muss man beides berücksichtigen. Wer nur digital ist bei 7-, 8-, 9-Jährigen, der macht zu wenig. Nur offline reicht aber auch nicht mehr. Man muss beides machen. Und hier ist Cross-Marketing ein schöner Ansatz. Hast du ein Beispiel mitgebracht? Und ein Beispiel ist beispielsweise, wir forschen immer, wie Kinder eigentlich kommen auf was sie sich wünschen zu Weihnachten, welche Spielzeuge. Und da sieht man, dass sowohl die Kataloge wichtig sind, aber auch noch die normale Online-Werbung. Aber natürlich am wichtigsten ist immer noch das Kaufhaus, ist immer noch das Geschäft. Markus Gross, ETH von der ETH Zürich, Institut für Visual Computing und Director Disney Research Studios, Quintessenz von Ihrem heutigen Vortrag. Die Quintessenz ist die, dass, glaube ich, mittlerweile die künstliche Intelligenz zu gut geworden ist, um wieder zu verschwinden. Die ist hier, sie ist ein Werkzeug und wir sollten die nutzen zu unserem Vorteil. Was ist eine gute Story? Jede gute Story, die braucht irgendwo einen Überraschungsmoment. Jetzt wissen wir, wie Stories bisher erzählt worden sind. Jetzt welche neue Möglichkeiten eröffnet sich durch AI? Also ich persönlich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie damals bei der Einführung von der Computergrafik für digitale visuelle Effekte. Man konnte dann plötzlich Dinge tun, auch Geschichten erzählen, die andernfalls nicht möglich waren. Zum Beispiel Geschichten über eine ganz lange Zeit, wo jemand am Anfang jung ist und nachher überzeugend alt aussieht. Das war vorher sehr viel schwieriger. Und ich glaube, auch jetzt wird man Geschichten erzählen können, die von der Komplexität her auch das überschreiten, was wir bisher sinnvoll machen konnten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass dort die künstliche Intelligenz auch sehr viel helfen wird, diese Geschichte oder das Geschichtsuniversum zu managen und zu führen. Markus, vielen herzlichen Dank. Danke, meine Freude. Ja.